Jo, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen WoT Shorts Video. Wir sind hier halt wieder ganz normal wie gewohnt in World of Things. Und dieses Mal kein Replay von mir, sondern von der Lendariel, die aus meinem Clan ist. Grüße an dich, Anja. Und sie ist hier mit ihren Hetzer unterwegs, zusammen. Nee, nicht zusammen, okay. Und ja, mal schauen. Ein bisschen größer machen hier. User left your channel. So, okay, ja, User left the channel. Mal schauen. Steht hier auf F9, F8, Grenzpunkt. Sie hat nur High Explosive Munition dabei. Kann man machen. Eindeutig 5er und 4er. Auch gar keine allzu schlechte Wahl. Und mal schauen, was sie hier so macht. Ich habe das Replay bisher noch nicht gesehen. Also ich schaue es jetzt gerade zum allerersten Mal und wir gehen auf ihre Sicht drauf, was sie hier macht. Oh. Der Alecto schießt zurück. Sieht nicht, ja, der hätte es ja echt eine Blindschleife. Ach ja, es ist ein Bildungsgefecht auf Minen. Fast vergessen zu sagen. Der Stuck 3B kommt. Oder auch nicht. Okay. Kein Bock mehr. Ja gut, die kann sie jetzt nicht einfach hier. Oh, das war mies. Das war ja mal richtig mies. Vor der Nase weggeschossen. Ah? Panzer 4H? Will wohl nicht. Oh, sie ist offen. Der Alecto. Das ist ein One-Shot. Oh, und sie trifft die Kette. Ärgerlich. Ich habe nur in der Auswertung gesehen, dass es keine allzu schlechte Runde war, aber will da eigentlich nichts vorwegnehmen. Jo, es steht dabei 4 zu 5. Das Team, was auch immer die ganz links auf der Insel da wollen, wenn hier die Basis ist, also. Die Gegner scheinen sich in der Mitte als Pull zu versammeln. Mal schauen, was passiert. Okay, sie pirscht jetzt vor ans Cap. Und irgendwelche Leute pingen wieder auf der Karte rum. Und da ist der Panzer 4H. Erstmal das Wrack hier noch schön weggeruppt. Der zieht auch rüber auf sie. Der hat Heat-Geschoss ist abgeprallt. Auch nicht schlecht. So, der hat sich schon in der verpasst. Die nächste Kelle. Oh, mit AP abgeworfen. Oh. Also der Panzer 4H stellt sich echt dämlich an, wenn ich mal so sagen darf. Ja gut, den farmt sie jetzt einfach ab. Na gut, da ist er weg. 649 Schaden und einen Kill jetzt. Und da kommt der nächste. Und der fährt genau vor der Flinte. Eieiei. Ja, nur 5 Panzer von den Gegner sind am Leben. Und sie nimmt jetzt die Basis ein. Mal sehen, ob hier noch irgendwas auf sie zukommt. Aber dieses Basiseinnehmen dauert auch immer so ewig lange auf, nicht auf, sondern in diesen Gefechtsmodus, Begegnungsgefecht. Ja, über 2 Minuten. Und sie ist schon bei 29%. Das ist schon ziemlich lange. Ja, bis jetzt hat sie auch gar keinen Schaden kassiert. 1200 abgewehrt durch Panzerung. Gucken hier. Ja, der hat auch auf die Oberwanne geschossen. Kommt er gar nicht durch. Also man kommt da schon durch, aber da oben halt ein anderes Kaliber. So, der AMX-40 wird jetzt scheinbar von dem T-67 auseinandergenommen. Aber wahrscheinlich schaut sie gerade, dass hier keine Arti oder die Panzer selbst voller Fette von
rechts kommt. Okay, jetzt hat der Arm X40 weggeräumt. Okay, jetzt fährt sie raus. Ein bisschen Action machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist, oh. 212, oh. 212 kassiert und 350 ausgeteilt. Das ist auch ein fairer Tausch. Ah, kriege ich noch ein bisschen Spot-Schaden. Und. Ah, ärgerlich. Aber 3 Kills gemacht und noch einen dynamischen Zug, wie ich auch in meinem letzten Video. Das heißt, Glückwunsch ans Waffenbruder. Gut gemacht. Ja, und die Panzer 4 da unten, die hast du ja richtig auseinandergenommen. Also, die waren ja wirklich dämlich. Aber wer ja, dumm ist, wird bestraft. Aber naja, ist ja auch ein 4er-5er-Gefecht. Also, da haben die meisten nicht so viel Erfahrung. So, kommen wir zu der Auswertung. Hat ziemlich gut XP gegeben. Den Panzer 4 einfach mal 4 Crits reingehauen. Eieiei. So, den Hetzer gemeistert, beziehungsweise den Jagdpanzer 38T Hetzer. Die lange Variante. Schläger, Duellist, Wirkungstreffer und hier Bombensicher, genau. Shellproofer, Bombensicher, genau. Dann hier Waffenbrüder, wenn jeder im Zug 3 Kills macht und überlebt. Und das Großkaliber. Mit. Okay. Mit 1145 Schaden hat sie einen Großkrieger bekommen. Und der hat mehr. Hat okay, gut. Auch nicht schlecht. XP ganz klar ganz oben. Ja, Kills hat man schon ein bisschen mehr, aber was soll's. Auswertung so: 10 Schüsse. Der Hetzer hat ja bekanntlich nur 20 mit. Davon haben 6 getroffen und halt 6 penetriert, also 6 Schaden gemacht. Das ist eine ziemlich gute Bilanz. Gerade mit dem Hetzer. Ja, ein Treffer ging durch von 8 und 1200 Schaden geblockt. Das ist ziemlich viel für den Hetzer. Ja, 2 Leute gespottet und das sind quader. Und die Kiste hier mit mal 2 gefahren. Also Tagessieg, meine ich damit. Ja, ziemlich gut XP bekommen, auch gut Plus gemacht. Also wirklich gut gemacht. Gut gespielt und die Dummheit der Gegner ausgenutzt, kann man ja nicht anders sagen. Dann erstmal nochmal schöne Grüße an dich. Hat mir sehr gefallen, das Replay, und könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Replay fandet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, euch eine schöne Woche und macht's gut.